Darf ich Sie zu unserer Maibaumfeier hier im Landhaus recht herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüße ich unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Es freut uns auch ganz besonders, den ersten Landtagspräsidenten Karl Wilfing und die dritte Landtagspräsidentin Magister Karin Renner begrüßen zu dürfen. Ebenfalls freut es uns, den Stellvertreter der Landeshauptfrau, Stefan Berghoff, begrüßen zu können. Auch begrüßen wir die Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag und Vertreter der verschiedensten Fraktionen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, der Tradition folgend wird jedes Jahr die Patronatsführung Maibaum von einer Gemeinde aus Niederösterreich übernommen. Heuer ist das die Stadtgemeinde Mautern an der Donau. Wir begrüßen die Stadtgemeinde Mautern an der Spitze mit Herrn Bürgermeister Heinrich Brusbauer. Herzlich willkommen in St. Pölten. Ein ganz besonderer Gruß gilt auch der Hohen Geistlichkeit, Herrn Pater Clemens Maria Reischl. Als weitere Gäste darf ich noch die Obleute der verschiedensten Vereine, Freiwilligen Feuerwehren und mitgereisten Bevölkerung der Stadtgemeinde recht herzlich begrüßen. Geschätzte Frau Landeshauptfrau, Herr Landeshauptfrau Stellvertreter, Herr Landtagspräsident, liebe Ehren- und Festgäste, liebe Mautner und Mautnerinnen, liebe Kinder. Es ist uns eine große Ehre und Auszeichnung, dass wir heuer den Maibaum hier aufstellen dürfen. Und es ist eine große Ehre, dass ich als Bürgermeister der Stadt Mautern meine Heimatstadt hier präsentieren darf. Mautern hat eine jahrtausendelange Geschichte und würde ich jetzt alles erwähnen, dann würde wahrscheinlich der Regen wieder kommen, weil angeblich wird es um 21 Uhr wieder hier regnen. So lange werden wir jetzt nicht reden. Aber in aller gebotener Kürze, Mautern ist ja seit der Römerzeit bekannt als römische Siedlung Fabianis. Der heilige Severin wirkte in Mautern und eines, was seit dem heiligen Severin sicher in Mautern geblieben ist, ist der Weinbau. Wir sind die älteste Weinstadt Österreichs. Die Römermauer berichtet heute noch aus dieser Zeit
Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich Mautern sehr gut entwickelt und ist ständig gewachsen. Die Gründe dazu sind mannigfaltig. Zum einen natürlich die reizvolle Landschaft, wo Wein und Marillen prächtig gedeihen. Zum anderen natürlich auch Personen, die wirken dort. Und viele Persönlichkeiten in der Geschichte haben dazu beigetragen, dass Mautern zur heutigen Größe gekommen ist. Erwähnen möchte ich natürlich, dass Mautern eine bedeutende Rolle im Tourismus spielt und wir über gute Gastronomie verfügen und die beste Köchin Österreichs auch in Mautern ihr Zuhause hat. Aber was ist Mautern heute? Eine Stadt mit rund 4000 Einwohnern, die drittgrößte Stadt im Kremser Bezirk, an den Einwohnern gemessen. Standesamtsverbandssitzgemeinde, sprich wir sind für 12.000 Personen auch hier in Mautern zuständig. Sitz der örtlichen und zuständigen Polizeiinspektion. Wir haben Schulen in Mautern, die neue Mittelschule mit rund 200 Schülern, wo aus 17 Gemeinden die Schule besuchen. Wir haben eine tolle Volksschule, die sich heute präsentiert. Und wir haben einen fünfgruppigen Kindergarten. Wir haben eine Römerhalle als Veranstaltungsort, um die uns viele, viele Gemeinden beneiden und die für uns Mautner als Veranstaltungszentrum dient. Wir haben aber auch ein Betriebsgebiet, wo wir in den letzten Jahren eine Erweiterung durchführen konnten und sind für die Gemeinden rund um uns auch wichtiger Partner, wenn es geht darum, Betriebsgründe zu erschließen oder überhaupt welche zu ermöglichen. Wir haben auch die Kaserne in Mautern und erst vergangene Woche haben der Herr Landtagspräsident und ich gemeinsam die Kommandoübergabe dort vollziehen dürfen. Es gibt aber auch in Mautern reges Vereinsleben, rund 20 Vereine arbeiten hier in Mautern und bieten gesellschaftlich immer eine Abwechslung. Wir haben drei Feuerwehren, die sehr engagiert sind. Mautern ist das Tor zur Wachau. Wir sind Teil des Weltkulturerbes Wachau und wir werden in Kürze auch, sofern wir dort den Zuschlag bekommen, aber ich gehe stark davon aus, auch ein zweites Weltkulturerbe haben, nämlich den Donaulimes. Wir sind aber auch Klimabündnisgemeinde und E5-Gemeinde. Also wir beschäftigen uns auch mit der Entwicklung unserer Umwelt und der Energiepolitik. Vor allem sind wir aber eine Wohlfühlgemeinde. Und der permanente Zuzug in unserer Gemeinde bestätigt uns dies. Der ungebrochene Wille, sage ich mal, von vielen, die nach Mautern ziehen wollen, die kaum zu befriedigende Nachfrage nach Baugründen, sind Garant dafür, dass in Mautern eigentlich funktioniert. Und warum funktioniert so? Weil wir ein gutes Miteinander haben. Wie wir uns heute hier präsentieren, so ist das Leben in Mautern. Jung und alt, gemeinsam, funktioniert sowohl in der Gesellschaft als auch in den Vereinen. Wir konnten in den letzten Jahren zahlreiche, wirkliche große Dinge vollbringen und umsetzen in Mautern. Und dafür, liebe Frau Landeshauptfrau, wollen wir heute wirklich Danke sagen. Wir konnten unsere Römermauer sanieren, wir konnten heuer unsere Schlosskapelle saniert präsentieren. Es ist uns gelungen, den Mautern-Altar wieder aufzustellen und wir haben ein tolles, und der Herr Finanzlandesrat hat gemeint, das beste oder das jüngste oder das modernste Rathaus vor kurzem eröffnen dürfen. Und für all dies dürften wir auf deine Unterstützung zählen. Und dafür möchten wir uns wirklich ganz, ganz herzlich bedanken.
Wir kommen aber auch mit einer großen Bitte zu dir. Ich habe erwähnt, wir haben eine tolle Feuerwehr. Wir haben aber auch eine tolle Jugendfeuerwehr, die sich heute auch hier präsentiert. Und die zweitgrößte Jugendgruppe im Bezirk Krems, die wir in Mautern haben, will und braucht ein neues Zuhause. Und die Feuerwehrjugendmitglieder, die in den nächsten Jahren in den Aktivdienst übertreten werden und alle ein Gelöbnis sprechen werden, wo sie den Dienst, den freiwilligen Dienst und die Mithilfe an der Gesellschaft, an den Mitmenschen bestätigen, brauchen eine neue Unterkunft. Und wir wollen ein neues Feuerwehrhaus bauen. Und es soll nicht nur ein neues Feuerwehrhaus werden, sondern wir wollen auch all jene, die Musik und Brauchtum pflegen in Mautern, in dieses Haus mit aufnehmen. Wir wollen quasi Sicherheit, Brauchtum fortführen und das soll zentral in einem Haus stattfinden. Und darum ersuchen wir um wohlwollende Unterstützung bei diesem großen Bauvorhaben.